Eine Landstraße bei Erfurt. Wir sind eigentlich auf einem nahen Parkplatz verabredet. Doch dann entdecken wir Kai-Uwe Trinkaus am Straßenrand. Morgen. So. Hallo. Hallo. Kai-Uwe Trinkaus war V-Mann Ares. 2006 dient sich der NPD-Mann dem Geheimdienst an. Ja, man sprach am Telefon einen Treffpunkt ab, Treffzeit, Treffplatz. Und dann traf man sich halt hier auf dem Parkplatz. Also es ist eigentlich ganz banal. Und dann haben wir schlichtweg in einer der Parkreihen geparkt, nebeneinander. Ich im roten Trabant, der Kollege vom Innenministerium im Golf. Also es passte auch optisch. Stundenlang unterhalten sich die beiden Männer auf dem Möbelhausparkplatz. Verwunderlich war für mich, weil es überhaupt nicht zum Verlauf des Gesprächs passte, dass der Mann dann plötzlich in die Tasche griff, so zum Ende des Gesprächs, und mir Geld hinhielt und mir erklärte, wenn es zu einer Zusammenarbeit kommen soll, müsste ich Geld nehmen, weil das Landesamt ein Problem damit hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die kein Geld nehmen, sondern aus Überzeugung handeln, weil die wären nicht einordnenbar. Kai-Uwe Trinkaus sagt, ihm sei es auch ums Abenteuer gegangen. Für NPD und Verfassungsschutz legt er nun los, gründet diverse Vereine und organisiert der Partei ein eigenes Bürgerbüro. Weil man dann eben weiß, wenn etwas passiert, dann passiert es dort, wenn dort Veranstaltungen und Versammlungen abgehalten werden. Und dann ist das auch aus polizeitaktischer Sicht natürlich oder aus sicherheitspolitischer Sicht von Vorteil, als wenn man nicht genau weiß, wo finden diese Veranstaltungen statt. Im eigens gegründeten Badmintonverein wird allerdings nicht Federball gespielt, sondern Angriff und Verteidigung geübt. Dass da was nicht stimmen konnte, war uns eigentlich klar. Aber man nimmt das dann so mit und sagt, ist doch super, arbeiten wir doch mal damit. Wollen wir mal schauen, was dabei herauskommt. Und es war ja alles gut, hat ja alles gut geklappt. Hat ja tolle Sachen gemacht, man konnte schöne Sachen organisieren. Und man muss es auch mal unter dem Aspekt sehen. Wir haben verschiedene Spitzel, wo wir natürlich wissen, dass es Spitzeln. Und warum sollten wir die auffliegen lassen? Und warum sollten wir denn, ja, du Böser, du hast da jetzt, wir glauben, dass du ein Spitzel bist. Ach, weiter spitzeln lassen, die schicken eh nur 9. Mit Trinkaus erlebt die NPD in Erfurt einen Mitgliederboom. Der V-Mann wird Ortsvorsitzender der Partei. Als die Antifa eine Nazi-Kneipe stürmt, bekommt er die Namen der Beteiligten vom Verfassungsschutz. Ich habe damals im Nachgang an diesen Überfall diese Liste vom Mitarbeiter des Landesamtes bekommen, der mich diese Liste abschreiben ließ mit den Namen, mit dem Hinweis, mit dem menschlichen Hinweis, sage ich jetzt mal. Das sollte man vielleicht nicht überbewerten, dass ein paar hinter die Ohren noch keinem geschadet hätten. Trinkaus stellt Namen und Adressen ins Netz. Die Beteiligten werden auf der NPD-Seite als asoziale Elemente und Pack beschimpft. Natürlich macht man sich seine Gedanken, warum man diese Liste bekommt. Aber auch hier sage ich jetzt mit dem Abstand der Jahre, es sind ja überall nur Menschen, die tätig sind. Und natürlich gab es möglicherweise auch im Landesamt ein gewisses Interesse, links und rechts ein bisschen in Bewegung zu halten. Kai-Uwe Trinkaus wird bereits 2007 wieder abgeschaltet. Es sei wie bei einer Ehe gewesen, die irgendwie nicht mehr funktioniert habe. Es ist halt Lebenserfahrung. Also insofern nichts, wofür ich mich schämen würde. Nichts, was ich nachträglich versuchen müsste, zurechtzurücken. Sondern was ich halt gemacht habe und wozu ich auch stehe. Also